Wird's langsam mal geil hier drin oder bleibt das jetzt so? Ejo Leute, willkommen zu meinem Video und heute gibt es die dritte Junkfood Guru Box von World of Sweets. Viel Spaß beim Video. Die Junkfood Guru Box, es gab ja schon mal zwei Boxen vom Junkfood Guru in Zusammenarbeit mit World of Sweets und jetzt gibt es eben auch schon eine dritte. Nice. Was ich allerdings erstmal zu der Box sagen muss, ist, bei den letzten beiden Malen war die Box nach wenigen Stunden ausverkauft. Jetzt ist sie immer noch erhältlich. Gut, es kann sein, wenn ihr das Video seht, nicht mehr. Aber ich drehe es einen Tag vorher. Also es kann sein, dass sie jetzt nicht mehr erhältlich gibt, aber die gab es jetzt längere Zeit noch erhältlich. Kann natürlich sein, dass sie diesmal viel mehr produziert haben als bei den letzten Malen. Oder es haben einfach nicht so viele Leute gekauft. Ich war einer der Ersten. Ich habe mir einen Bäcker gestellt. Hätte ich nicht machen brauchen, habe ich jetzt gemerkt. Das ist ein Donker, ey. Aber übrigens haben wir jetzt die Box schon mal da. Ich wollte eigentlich auch heute ein anderes Video drehen. Ich sag's nur, die kamen heute an und ich dachte, wenn ich jetzt wieder warte, hat jeder das schon getestet und da bin ich wieder einer der Letzten und ja, deswegen kommt jetzt dieses Video, dass wir mal mit zu den Ersten gehören, die diese Box auspacken und mal schauen, was hier drin ist. Sie ist sehr schwer, muss ich sagen. Ja, wie immer schön designt. Aber wir gucken mal rein und schauen mal, ob das was Cooles ist. Deckel ab. Okay. Okay. Ja. Ja, ihr werdet im nächsten Video sehen, warum ich jetzt gerade so reagiere. Erstmal ist hier ein kleiner Zettel dabei, beziehungsweise ein kleines Booklet sogar. Ah, hier steht, auf was drin ist. Ja gut. Wir können mal kurz den Text hier lesen am Anfang. Juhu vom Guru, vielen lieben Dank, dass du dir meine dritte Box gegönnt hast. In dieser exklusiven Limited Edition findest du Produkte, die ich über Monate hinweg für dich ausgesucht habe. Ich freue mich sehr, dir ein besonderes Geschmackserlebnis und eine Kombination von außergewöhnlichen Süßigkeiten, die man sonst nicht so leicht bekommt und probiert haben muss, zu bieten. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Entdecken, Schmecken und Genießen. Also ich werde es auch hier so machen, wenn hier Sachen drin sind, die wir auf dem Kanal schon mal getestet haben, dann verlinke ich euch das Video hier und teste die jetzt nicht. Nur die Sachen, die wir noch nicht kennen, die testen wir natürlich. Let's go! Das erste sind Kettle Chips, die Chess Chips und ja, die teste ich jetzt auch nicht. Aber nicht, weil wir sie schon hatten, sondern weil die noch kommen. Aha! Und jetzt weiß ich auch, warum diese Sorte die ganze Zeit ausverkauft ist. Weil sie alle in die Boxen rein haben. Naja, egal, ich habe sie trotzdem da. Also, ja, zu diesen Chess-Chips wird noch ein Test kommen. Aber deswegen teste ich die jetzt eben nicht. Dann haben wir eine Pringles-Sorte. Buffalo Ranch Flavor. Ich mag Pringles ja nicht so gerne. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Aber ich glaube, die Sorte kenne ich noch nicht. Und deswegen probieren wir jetzt die Pringles Buffalo Ranch Flavor. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Was stimmt nicht mit dir? Erstmal riechen. Die riechen halt wie Pringles. Ich mag Pringles nicht. Also ein Pringles sieht nicht irgendwie spektakulär aus, wie ein Pringles aussieht. Ich teste. Ja, also dieser Buffalo Ranch Flavor, der ist zwar ganz lecker, so ein bisschen sauer auch, so ein bisschen essigmäßig irgendwie. Ganz leicht scharf auch. Ja, an sich ist es ganz lecker, aber es hat auch trotzdem, wie immer, diesen typischen Pringles-Geschmack, den ich einfach nicht mag. Und deswegen, ja, ist es nicht meins. Ich gebe jetzt mal von 10 möglichen Sternen, hier gebe ich jetzt mal, ja, ich gebe 6 trotzdem, weil der Geschmack an sich ist ganz lecker. Es hat halt diesen typischen Pringles-Geschmack, den ich einfach nicht mag. Deswegen 6 von 10 möglichen Sternen für die Buffalo Ranch Pringles. Ich glaube, jetzt sind nur noch süße Sachen drin. Deswegen kommen wir erstmal zum Getränk. Da ist einmal der Mentos Fruity Mix. Ja, habe ich auch schon getestet. Hier verlinkt. Mentos Fruity Drink. Wird's langsam mal geil hier drin oder bleibt das jetzt so? Thomas, selber nachdenken über deine dumme Frage. Noch was sehr Interessantes, aber das kenne ich halt auch schon. Und zwar ist das der Smash Riegel. Wir hatten Smash mal getestet. Einmal diese Nacho-Wirbelstimme mit Schokolade außenrum. Und da habe ich auch gleichzeitig noch diesen Riegel getestet. Das ist quasi das gleiche in Riegelform. Auch hier verlinkt. Ich hoffe, ich kann überhaupt so viel verlinken, wie ich hier schon kenne von den Sachen. Auf jeden Fall, ja, den kennen wir auch schon. Schaut gerne ins Video rein, dann wisst ihr, wie dieser Smash-Riegel schmeckt. Machen wir weiter mit den Sachen, die wir kennen, dann haben wir es hinter uns. Haribo Happy Ice Tea, auch verlinkt. Toffifee White, auch verlinkt. Ich glaube, jetzt haben wir nur Sachen, die wir nicht kennen. Ja, okay, was ganz Kleines hier. Rose White. Sieht einfach aus wie eine weiße Rose, also eine Rose aus weißer Schokolade.
Ich glaube, mehr ist es auch nicht. Wir gucken mal. So sieht das Ganze verpackt aus. Ich beiß halt mal rein. Mal gucken, was passiert. Okay, es hat irgendwie so eine Schoko-Nuss-Füllung. Ich glaube, das ist Haselnuss. Ja, wenn man Nüsse mag halt. Ne? Ich mag halt keine Nüsse. Das verstehe ich nicht. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht so gut. Aber es ist nur so eine kleine Rose, die kann man auf jeden Fall essen. Ja, keine Ahnung, ich gebe mal 7 Sterne für diese Rose, diese White Rose von Loka. Dann habe ich hier so Ragusa Blond. Keine Ahnung, was das ist. Steht da irgendwas drauf? Hey, ich hole jetzt das Booklet raus. Da wird doch was dabei stehen. Das sind Haselnüsse in weißer Schokolade. So wie ich das sehe. Okay. Ja, glaube ich auch nicht so meins, aber wir probieren es halt mal. Es sind 4 so kleine Blöcke da drin. So sieht das Ganze aus. Hier sieht man, glaube ich, schon die Füllung. Also hier auf der anderen Seite auch. Nur sieht man da keine Nuss. Ja, so weiße Schokolade ummantelt irgendwie so Karamell-Nuss. Ich beiß einfach mal rein. Erinnert mich vom Geschmack aber stark an die weißen Toffifee. Die schmecken fast genauso. Ja, das ist weißes Toffifee von der anderen Firma. Ansonsten, das schmeckt eigentlich genauso. Ja, okay, meine Gott. Haut mich nicht aus den Socken. 7 Sterne. Weiter geht's mit einem Snickers. Und zwar Snickers Berry Whip Flavor. Was genau ist das? Also ich habe es so verstanden. Hier ist halt Erdnuss, wie normal bei Snickers drin. Karamell auch normal. Und etwas Erdbeergeschmack. Und ein bisschen Nougat. Und halt die Schokolade außenrum. Es klingt crazy. Wir probieren es mal. Ich bin kein riesen Snickers-Fan. Weil halt auch wegen den Nüssen wieder. Es riecht aber sehr bärig. Und sieht auch ein bisschen, ja, ein bisschen komisch aus. Ich beiß einfach mal rein. Also so sieht es in der Mitte aus. Es schmeckt schon noch sehr stark nach Snickers. Nein, doch. Ein bisschen so dieses Bärige merkt man, aber jetzt auch nicht übertrieben. Also, ja, bin halt kein Snickers-Fan. Bin jetzt mal so hart und gebe hier nur 5 Sterne für. Braucht man nicht. Man merkt ganz leicht dieses Bärige, aber ansonsten ist es halt einfach Snickers. Nippon in weißer Schokolade. Die wollte ich immer probieren. Nippon mag ich ganz gerne. Allerdings, warum jetzt weiße Schokolade? Weiß ich nicht. Muss nicht unbedingt sein, aber ich kenne sie noch nicht. Deswegen probieren wir die Nippon in weißer Schokolade. So ein Nippon, wie man es kennt, mit diesem Puffreis eben in der Mitte und außenrum weiße Schokolade. Ich beiß mal rein. Ja, geht klar, aber ich brauche nicht in weiße Schokolade. Ich mag die mit Vollmilch. Mit dunkler kenne ich es nicht, gibt es aber auch. Ja. Nee, also, kann man essen, aber besser ist es dann doch mit Vollmilchschokolade. Und dann haben wir hier Smarties Schokolade von Ritter Sport. Wollt ihr raten, welche Schokolade? Ja, natürlich. Weiße Schokolade. Ja, gut. Nee, wir testen die nicht. Also ich weiß, wie die schmeckt. Schmeckt nach weißer Schokolade mit Schokolinsen. Sehr witzig. Das ist halt so, ja, es macht wieder mit dem Namen Geld. Ritter Sport und Smarties kennt man beides. Aber teste ich jetzt nicht, ist nämlich langweilig. Wirklich langweilig, das ist mir nicht. Weg damit. Das letzte. Das ist die Merci Coconut Collection. Und bitte seid mir nicht böse. Aber die werde ich auch nicht testen. Mach doch deinen Scheiß! Ich hasse Kokosnuss. Und hier sind halt einfach nur 4 Sorten mit Kokosnuss drin. Ich kann euch mal kurz sagen, was hier drin ist, damit ihr da Bescheid wisst. Aber sorry, die werde ich nicht testen. Das wäre, ja, so 1 bis 2 Sterne pro Riegel. Aber ich lese euch mal vor, was drin ist. Und ihr wisst dann auch, das waren diese Junkfood-Guru-Box drin. Falls es noch erhältlich ist und ihr es haben wollt, könnt ihr euch gönnen. Auf jeden Fall ist hier einmal dunkle Vollmilch-Kokoscreme drin. Weiße Kokos-Crisp. Vollmilch-Kokoscreme. Und weiße Kokos-Mandelcreme. Die klingen doch eigentlich alle gleich. Ja, also dieses Mal Kokos-Schokolade. Merci Coconut Collection. Ich werde die verschenken. Ja, auch nicht meins. Also die Box irgendwie war jetzt echt uncool, sage ich mal. Vor allem den kannten wir halt viele der Sachen schon. Gut, meine Schuld, hätte ich nicht testen müssen schon. Aber ja, irgendwie war die Box nicht so cool. Also für den Preis von 30 Euro bin ich echt enttäuscht. Sage ich, wie es ist. Fand ich nicht cool. Da
das Fazit. Ob ich mir, wenn es mal eine vierte Box geben sollte, die auch noch hole, weiß ich jetzt echt nicht, weil ich war jetzt von der echt enttäuscht. Die ersten beiden waren beide sehr okay, aber die jetzt... Nee. Nee, war nicht cool. Also ihr wisst, was drin ist. Falls es noch erhältlich ist, könnt ihr euch die gerne gönnen, wenn ihr die Sachen mögt, die hier drin waren. Aber wenn nicht, dann lasst es besser. So, das war's mit dem Video. Wir haben die dritte Junkfood-Guru-Box in Zusammenarbeit mit World of Sweets getestet. Diesmal war ich zum großen Teil echt enttäuscht. Aber so ist das bei Mystery-Boxen. Man weiß vorher nie, ob das was Tolles ist. Jetzt wisst ihr, was drin ist, falls ihr sie euch kaufen wollt, wenn sie noch erhältlich ist. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem Ganzen was, wie gerne Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.